Hallo und herzlich willkommen hier zur 20. Folge von Twain Fever auf Microhazard TV mit mir, dem Ice Dragon. So, in der letzten Folge haben wir nun endlich unseren Güterzug in Richtung Wülfrath fahren lassen. Hier ist er aktuell mit 3 Waggons, aktuell nur unterwegs, aber und leer natürlich, weil er fährt ja gerade die Papiermühle. So, ich hatte mich darüber beschwert, dass vielleicht das Ganze hier in die Hose geht mit dem Güterverkehr. Müssen wir mal gucken, ob das alles anläuft auch. Aber ich habe schon gesehen, ich hatte ja kritisiert, die Papiermühle bestellt nicht beim Holzlager. Das hat sich in der Zwischenzeit offscreen bereits geändert. Wenn ihr guckt, hier Produktion 7, Obergrenze ist 25 und Potenzial ist auch 7, Produkt ist 26. Also Bedarf an Holz hat er bereits 7 und er produziert bereits 26 Güter. Obergrenze ist eigentlich 25, aber es heißt, er produziert. Und wir haben hier auch schon 6 Güter wartend. Das heißt, wenn der Güterzug dann kommt, dann wird er uns auch in der nächsten Runde dann Geld verschaffen. Er fährt natürlich nicht immer schnell, wie wir wissen, aber er wird hoffentlich in der nächsten Runde etwas Geld produzieren. So, andersrum natürlich tut natürlich der Holzfäller hier hinten natürlich jetzt auch Produktion bereits bei 10. Jetzt auch endlich ordentlich Holz produzieren. Wir haben jetzt hier auch schon 5 liegen. Das heißt, ich hoffe, dass das so anläuft, dass es auch uns was Gutes bringt. Hier kommt jetzt nichts mehr, also Potenzial ein Brett, einmal Holz. Wird noch zum Sägewerk geliefert, aber das brauchen wir ja aktuell sowieso nicht. Aber die Papiermühle ist aktiv. Produktion 9 ist das, was sie produziert hat bereits, wenn ich mich nicht irre. Und Potenzial ist bereits bei 27, das heißt, es kann durchaus sein, dass es aber irgendeine Vergrößerung oder Verkleinerung gibt. Wenn ihr natürlich zu lange hier nichts abholt, dann kann es trotzdem sein, dass die Waren, also die Güter, über die Straße transportiert werden in Richtung Stadt. Was natürlich hoffentlich nicht der Fall ist. Wir haben einen neuen Güterwagen bekommen, einen offenen Güterwagen. Das müssen wir gleich mal angucken. Machen wir mal. Wir haben mal zum Depot und gucken uns den doch gleich mal an. So, wir haben schon 1 Million minus. Das ist natürlich nicht sehr toll. Dann müssen wir unbedingt, hoffentlich passiert dabei was. So, der kann Kohle, Eisenerz, Getreide, Kies und Zement transportieren. Der ist doch der, den wir hatten. Ja, ja. Gab es noch einen anderen, der jetzt dafür weggegangen ist? Muss ja. Der ist von 1910 bis 1990. Ich weiß gerade gar nicht welcher. Der kann halt klar nur Güter und Plastik. Das ist ein Kesselwagen für Öl, Stahl, Holz. Da war da wahrscheinlich sogar ein anderer, der jetzt verschwunden ist. Der ist mir jetzt nicht aufgefallen. Aber den haben wir ja auch nicht benötigt. Diese Lok könnten wir natürlich zukünftig mal für den Personenverkehr nutzen, wenn sie nicht so teuer wäre. Aber wir werden das im Auge behalten, auf jeden Fall, wenn wir irgendwann wieder Geld haben. 100.000 haben wir noch verfügbar, aber dann müssen wir mal gucken, dass wir hier geldtechnisch ein bisschen in die Güte kommen. So, wir haben jetzt hier 9-mal immerhin Güter liegen bereits, das ist doch schon mal was. 13 wurden angeblich schon, ja, sind schon produziert worden. Der wird jetzt gleich verladen, diese Güter hier, alles eingeladen und 9-mal Güter für Wülfrath, damit Wülfrath endlich auch mal vielleicht ein bisschen wächst. Das könnte sich natürlich auch positiv wiederum auf den Personenverkehr auswirken im Nachhinein, weil wenn Wülfrath wächst, dann wächst auch der Personenverkehr an und das bringt euch Geld. So, Güterbedarf ist gedeckt von 13 zu 28. Ich weiß nicht, ob ihr hier schon was geliefert habt, ob es irgendwie anders hier hingekommen ist, keine Ahnung. Ich habe nichts gesehen, dass irgendwas über die Straße transportiert worden wäre, aber mehr wieder, also wenn der Güterbedarf gedeckt wird oder besser gedeckt wird auf jeden Fall, dann wird die Stadt auf jeden Fall besser wachsen. Was ist das meiner Meinung nach, ist das so. Und ja, gucken wir mal, ob der Zug uns auch Geld bringt, wenn er dann irgendwann ankommt. So, hier ist jetzt natürlich der Holzzug wieder unterwegs. Da ist natürlich viel mehr Holz drin, nämlich immerhin 9-mal Holz. Ich hoffe, das bringt jetzt auch ein bisschen Geld, dass der Zug auch endlich mal ein bisschen ins Plus fährt. Der erste Waggon ist übrigens komplett voll, der zweite hat immerhin 1-mal drauf. Besser als nichts, wa? Die fahren natürlich jetzt nicht besonders schnell. Wenn wir natürlich später schnellere Züge haben, geht das natürlich alles immer besser. Waggons habe ich jetzt 3 rangehangen erstmal. Ich hoffe, das wird noch ein bisschen reichen. Der ist ja jetzt nicht mal halb voll hier. Der Gegenzug. Mit den Gütern, wo wir jetzt natürlich nicht sehen können, dass da was drin ist. Aber da ist was drin, auch 9. Das ist doch schon mal was. Hoffen wir mal, dass das alles ein bisschen Geld bringt.
In der Zwischenzeit, wir warten jetzt schon wieder. Einmal Güter für Wülfrat. Keine Vergrößerung oder Verkleinerung geplant, wir natürlich irgendwann mehr. Hier Potenzial ist ja schon 27. Kann sein, dass dann irgendwann sich das Werk vergrößert und dadurch die Produktionslimit höher ist und dadurch auch mehr. Bestellt ist schon 17 Holz. Das ist recht viel. Auf jeden Fall schon, das ist zwar gut. Dann sehen wir nämlich hier, hier ist ja schon 18 Potenzial, aber eins geht noch zum Sägewerk. Ich glaube, ich wiederhole mich gerade schon ein bisschen. Ich will das gerade ein bisschen im Auge behalten hier. Wir machen mal die Zeit ein bisschen höher. Dann fahren die hier alle ein bisschen schneller. Ich denke, der Holzzug wird zuerst ankommen. Naja. Dann gucken wir mal, was der uns an Geld bringt, wenn er denn ankommt. Da rast er durch die Gegend. Bild in Bild quasi jetzt hier. Normal. Finanzen sind bei ihm ja relativ schlecht. Immer 330.000 Miese hier im Jahr. Das ist natürlich extrem. So. Gucken wir mal. Und? Oh, 130.000 ist schon mal besser als nichts auf jeden Fall. Besser als nichts. Wir können natürlich jetzt im Cargo-Bereich gucken, ob wo es jetzt hier läuft. Jetzt seht ihr hier, läuft das Holz jetzt rüber zur Papiermühle. Und wird dann dort entsprechend verarbeitet. Und hier laufen die Güter zum Bahnhof. Die dann wieder auf uns warten. Sind jetzt schon 9. Steigt gleich nochmal. Jetzt schon 11. Seht ihr, haben wir schon 2 Balken da, weil es jetzt über 10 sind. Und da kommt immer mehr. Kann natürlich trotzdem sein, dass ab und zu mal was über die Straße noch läuft. Hier sieht man noch Holz, was über die Straße läuft. Wir könnten den Zug natürlich auch sagen, weißt du was, dann fährst du halt das Sägewerk auch noch an, aber es lohnt sich aktuell nicht wirklich. Deswegen lassen wir, jetzt haben wir den anderen Zug verpasst. Nein, der kommt gerade an. Stopp, langsam. Wir wollen das doch sehen, wie der ankommt. So, da kommt er an. Gucken wir mal, was er uns hier bringt mit seinen neuen Gütern, die er jetzt liefert. Und 200.000, das ist doch schon mal wenigstens. Warte, sehen wir die Güter, wie die jetzt hier in die Stadt reinlaufen und die verteilen sich dann hier einfach in der Stadt vollkommen automatisch. Macht natürlich immer noch alles miese im Endeffekt, aber wir sind jetzt schon mal wieder besser dran aktuell als am Ende des letzten Jahres. Hier war ja nur wirklich extrem, aber da haben wir den Zug gekauft. Bin froh, ich wäre froh, wenn wir am Ende dieses Jahres wenigstens wieder einen Plus hätten. Ob das was wird, werden wir ja sehen. Ja, sie laufen jetzt über die Gehwege, die Kisten. Vollkommen automatisch, unsichtbar. Werden sie rüber geschleppt. Die schweben quasi. Oh, ein bisschen schneller, dann können wir sehen, wie sich die Kisten hier verteilen. Das verteilt sich jetzt hier alles in der Stadt. Wahrscheinlich in Richtung Industrie oder in Richtung links gehen. Einkauf oder Industriebereich. Das dann alles ein bisschen verteilen. Hier wird alles schön verteilt. Und wir haben den Jahreswechsel schon wieder. Und wir haben einen neuen Kesselwagen bekommen. Den werden wir gleich mal uns zu Gemüte führen. Und hier sehen wir haben jetzt wunderbar 26 von 27 Güterbedarf gedeckt. Das ist gut. Das wird dem Stadtwachstum definitiv helfen, denke ich, wenn wir jetzt die Güter wirklich schön auch abdecken. So, da hinten wartet, wird Holz fleißig geliefert. Hier wartet jetzt schon Unmengen. Ich hoffe 22. Jetzt wird es natürlich schon kritisch. Vergrößerung in einem Monat geplant. Das heißt, das Ding wird dann vergrößert, die Papiermühle. Und wir hätten den Lieferzug. Können wir den noch ändern? Ne, machen wir in der nächsten Runde. Dass wir den größer machen. Weil der muss länger werden. Die kriegen die Güter sonst gar nicht alle weg. Der hier liefert jetzt auch schon 16 Holz. Das ist gut. Das wird dann hoffentlich endlich Geld bringen. Wir haben jetzt hier schon 23, 24, dann ist er voll. Ja, okay, dann müssen wir gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen. Müssen wir den Zug wahrscheinlich vergrößern, den Lieferzug auf jeden Fall. Jetzt haben wir hier schon die größeren Kisten, wie ihr seht. Und 230.000 Holz, das also Geld, 232.000 Dollar Geld. Und aktuell hat der Zug sogar ein Plus von 170.000, das ist wunderbar. Ist hier gerade was verschwunden? Ich sollte die Güter wieder abhauen, weil wir zu selten hin was abholen. So, 24.
Ja, da wären wahrscheinlich sogar zwei Züge schon ganz gut. So, das Ding hat sich jetzt vergrößert. Wir sehen es optisch, ist es nicht zu sehen. Wie ihr seht, da sehe ich jetzt keine optische Veränderung. Aber wir sehen, dass das Potenzial jetzt bei 50 liegt und er natürlich viel mehr ja, Holz bestellen könnte und auch produzieren kann. Also das wäre schon 29 Holz. Das ist perfekt. Der hat sich auch schon vergrößert. Oh, der hat sich auch schon vergrößert, der Wald. Jetzt ist er schon 28. Das ist gut, das läuft jetzt also an. Das ist sehr gut. Dann wirst du auch gleich abholen, endlich. Also wir kriegen ja schon gar nicht mehr alles weg. Machen wir den denn länger. Hängen wir nochmal zwei Waggons dran, dann sollten wir das für eine Weile hier alles abtransportieren können. So, und das war's schon, Wetter. Der passt nicht rein. Das war voll, ne? Das ist ja echt voll. Das ist gut. Das wird richtig gut Geld bringen. Hat einen neuen geliefert, das waren 200.000 knapp. Wenn wir jetzt mehr als das Doppelte liefern, müssten wir 450.000 kriegen für die Lieferung. Ja, sollte hinkommen etwa, ne? Letztes Jahr hatten wir 70.000 minus. Das geht noch. Das sieht schon bedeutend besser aus. Gut. Scheint, ich muss natürlich erst anlaufen, das ist der Punkt. Ne? Es läuft jetzt gerade an so richtig und Wilfrat wird es natürlich positiv beeinflussen. Denke ich, hoffe ich. Freizeitmöglichkeiten wachsen auf jeden Fall. Der Güterbedarf ist auch schon gestiegen. Güterbedarf der Industriegebäude, wie ihr seht. Und weiter gestiegen. Auf 30. Lassen wir die Stadt wachsen. Quasi. Industriegebiet hier ist natürlich relativ groß. Da seht ihr, wächst auch gerade weiter. Da kommen gerade wieder neue Industriegebäude dazu. Das ist natürlich wunderbar. Wo ist denn der Zug? Wir müssen jetzt ein bisschen im Auge behalten, dass wir den noch ins Depot schicken können, wenn er da abgeladen hat. Um ihn zu verlängern. Wir brauchen ihn ja ein bisschen länger. Kriegen ja schon nicht mehr alles weg da hinten. Gucken wir mal, was er jetzt für Geld bringt gleich. Ich denke, es wird sich hoffentlich lohnen jetzt wirklich. Sind wir im Plus? Nein, wir sind noch nicht im Plus. Problem ist, wir müssen natürlich langsam auch Fahrzeuge austauschen. Das ist vor allem in Bad Dürkheim müssen die Busse gewechselt werden. Dazu brauchen wir natürlich Geld. Und das Geld haben wir natürlich aktuell nicht. Und da kommt schon wieder was Neues, weil wir schon wieder einen Jahreswechsel haben. Ein neuer Benz LKW. Wunderbar. So, jetzt gibt es gleich wieder Schotter. Und wie viel ich gerechnet habe, 500.000, das ist natürlich, das lohnt sich auf jeden Fall. Der Zug ist jetzt definitiv im Plus, wir müssen ihn leider ins Depot schicken. Achso, wir können ja gar nicht, wir können ihn ja gar nicht verlängern, weil wir gar kein Geld haben, um ihn zu verlängern. Gut, dann muss das halt noch warten, bis wir wieder Geld haben quasi. Wir gehen mal jetzt nach Bad Dürkheim und gucken uns das hier drüben an. Gucken wir mal, wie viel Holz noch kurz. Oh, 20 Holz wartet da schon wieder. 31 wird schon bestellt. Das ist gut. Der ist nämlich auch fast voll dann schon. Oh. Oh Mann. Der ist ja auch schon fast voll dann. 21 Holz. Hoppa. Wird aufgeladen. Auflade. Das wird sich definitiv lohnen. Wie wir sehen können, Güter nach Wilfrat auf jeden Fall schon Plus drin. Holz, Papier, Papiermühle noch nicht, aber das wird sich auch noch geben jetzt gleich, wenn der dann immer das erste Holz hier ist, wenn er wieder das Holz liefert. Und oh, ich sehe gerade Linie 3 in Liebenau hat keinen Plus, macht Miese. Aber gut, Liebenau ist auch nicht am Bahnnetz angeschlossen aktuell. Müssen mal gucken, wie das Alter der Fahrzeuge im Auge behalten. Bad Dürkheim müssen unbedingt die Fahrzeuge getauscht werden. Vielleicht mal den Titel ändern, dass wir da unten auf Personen davor setzen. Kann man das einfach den Cursor hier bewegen? Nee, wa? Von alles wegmachen, das ist natürlich blöd. Dann machen wir. Achso, da ist schon Begrenzung jetzt. Ha! Na gut, dann müssen wir uns. Ja. Müssen wir zukünftig dann mal ein P vormachen. Machen wir mal ein P vor. P für.
Wulfrak. Wulfrak. Ich habe immer Angst, ich habe immer das Gefühl, das Ding falsch zu schreiben. Nach Bad Dürkheim. Sagen wir nämlich ein P davor. Dann wissen wir, was das Güter sind. Hier Holz, Papiermühle und Güter Wulfrak, das ist ja eindeutig, aber. So, es läuft. Es läuft an auf jeden Fall. Müssen wir mal gucken, dass es hier auch alles entsprechend weiterläuft. So, wo ist denn der Güterzug? Ist der hier vor? Ist das der Holzzug? Ja. Wir warten hier schon wieder 33, meine Fresse. Das ist jetzt echt schon. Ja, Produktion ist jetzt bei 0, weil nicht abgeholt wird gerade. Minenbenutzung, nein. Ich hoffe, das läuft auch weiter so gut. Aktuell läuft es gut. Jetzt hat er sich hier wieder abgekapselt, weil irgendwie gerade, ich glaube, ich wurde zu selten abgeholt. Wir haben hier eine Umlaufzeit von 8 Minuten, nee Quatsch, von 16 Minuten. Das ist, schon fast zu viel. Zumal hier der Bedarf, glaube ich, sogar, nee, gedeckt ist er nicht, aber. Es wird hoffentlich trotzdem weiterlaufen. Ordentlich hier. Also wir brauchen das Geld. Wir brauchen nur das Geld. Er nutzt noch die Linie auf jeden Fall. Wir wollen nicht, dass die sich wieder verkleinern hier. Das wäre ja ungünstig. Produktion natürlich bei 18. Naja gut. War ja produziert wenigstens. Wir könnten natürlich die Güter beobachten, wo die hingehen. Wo irgendwo was lang läuft. Aber läuft ein bisschen Holz rum da hinten, aber ansonsten eigentlich nichts unterwegs. So, aber diese Folge ist zu Ende. Und gucken, was wir da mal einladen. Und die Folge ist zu Ende. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Hoffe, es war interessant und ihr hattet ein wenig Spaß. Ich würde mich freuen, euch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu können, wenn wir hier versuchen, irgendwann mal Geld haben, den Zug noch ein bisschen zu verlängern. Und bedanke mich, dass ihr dabei wart und sage ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.